Es wird ein Festival der anderen Art sein, vom Coronavirus erzwungen, ein Hybrid zwischen digital und analog. Wir erobern den digitalen Raum und endlich auch wieder den physischen Stadtraum. Trying to propose something that will disrupt this. That everything is moving to the online world. And what is the online world? Well, the online world consists of numbers, of course, but it consists of signs. Beim diesjährigen Angewandte Festival, dass wir uns alle ein bisschen anders vorgestellt hatten. Die Studierenden von allen Abteilungen haben 23 Litfaßsäulen gestaltet. Und demfolgend wollten wir auch und wollen wir das Festival aus 23 Bezirken, aus der ganzen Stadt eröffnen. Wir arbeiten jetzt viel Nähe und Distanz. The compositions are based on a photographic tradition. Die Leute können uns anrufen und werden dann zu Wasserperformances angeleitet. Man sieht hier den Silo der Familie Eichinger aus Pöding in Würmlar. Vier verschiedene Objekte, die Unterhaltungen und Diskussionen zum Thema sexuelle Aufklärung unterstützen wollen. How we see reality. So there is like this big sea, which is the stock image, and then inside there is a hand with a mobile phone. In Floridsdorf. Beim Ausgang der U-Bahn U6. Wir benutzen in der Restaurierung Aquarellfarben zum Retuschieren. Habt ihr denn noch Fragen? Wir haben als Semesterprojekt nach was gesucht, was uns alle vereint, und sind dann auf das Thema Alphabet gestoßen. Mein persönlicher Lieblingspart auf der Website kann man mit diesen Buchstaben schreiben. Wir begrüßen alle, die via Zoom hier bei der Eröffnung unserer Aspect Gallery teilnehmen. Wir laden ganz herzlich ein, diese Busse auch zu tracken die nächsten Tage. Morgen beginnen wir um 12. Die erste Station ist der Naschmarkt. Vom Naschmarkt schwärmen dann diese Fahrzeuge aus. Also ja, wir stehen da jetzt gerade in der Nähe von der Angewandten am Ring und bei der Litfaßsäule mit den Sujets. Es sind maschinengenerierte Bilder von Tieren, in gewisser Weise neu interpretiert oder halt einfach geschaut haben, was ein Computer machen würde, wenn er weiterdenkt. In Vienna, in Austria, preparing for our swim today. In general, the Donau Canal is a river that we can all swim in, and it's a public space that we can use. Jetzt möchte ich aber ins Museumsquartier schalten, zu einem Projekt von der Abteilung Transmediale Kunst. Faktisches Niemandsland, verlassene Zivilisation, was ist zu Hause? Also die Arbeiten sind sehr unterschiedlich, aber natürlich wirkt eine auf die andere und insgesamt ergibt es ein sehr schönes, heterogenes Ganzes. Ja, hallo, hier direkt vom Flug. Auch ein zweites Projekt der transmedialen Kunst mit dem Titel Unreality. Wir hatten praktisch das Glück, dass wir diese Ausstellung aufbauen konnten während des Lockdowns. When the pandemic hits,
one of the things that we were thinking about, it was almost like a salt and wound. It exposed most of the Western countries. Once we are still allowing capital to manipulate and control everything, the world is constantly going to be in a certain state of crisis. Mom will probably have already entered. Differently than expected. What you see is just an object floating in space. It has no context to it. It has no scale to it, because even your avatars here can grow and shrink. Welcome to the live tour, the Cabinet of Curiosities, presented by the Institute of Architecture at the Angewandte. Die Litfaßsäule zeigt den Visual zu unserer Arbeit. Bei unserem Projekt entsteht eigentlich nur durch die Schaulust das Spektakel. Es hat sich dann im Laufe des Semesters herausgestellt, dass wir es aus rechtlichen Gründen nicht im universitären Rahmen durchführen können. Was war das Problem? Dass wir eine Qualle töten. I was grateful to have been asked to introduce Chris Marker. The contours that define a life are shaped as much by what one does not do or turns down as what one agrees to or ends up doing. Ja, wir werden wieder zurückkehren in die Räume der Universität, in die Werkstätten und Studios. Wir werden wieder von Angesicht zu Angesicht, ohne Bildschirm dazwischen, miteinander reden, Meinungen austauschen und Kontroversen austragen. Und das alles wird dann wichtiger und wertvoller sein als je zuvor.